So, hallo, wir machen weiter bei Cadence of Hyrule. Und mein kurzer Aufnahmetest gerade war wieder synchron. Ich hoffe, somit das Spiel ist es auch. Wenn nicht, gehe ich weinen. Bei der Testaufnahme habe ich hier eine Vase kaputt gemacht und da 20 Rubine eingesammelt. Nur falls ihr euch wundern solltet, dass ich plötzlich 20 Rubine. Was? Was war hier für ein Text? Dass ich plötzlich 20 Rubine mehr habe. Was war denn hier gerade für ein Text? Hier war gerade ein Text, aber ich. Okay. Haben die eigentlich noch was zu sagen? Kisten aufzuräumen. Achso, die weisen mich nur auf die Kisten hin, falls man die Treppe nicht sieht und den Bogen dann verpasst. Ja, wir haben den Bogen bekommen. Richtig, wir haben den Bogen bekommen. Zack, jetzt haben wir den Bogen auch. So, mal gucken, ob ich den gut einsetzen kann. Das hat ja in der Demo nicht so gut geklappt. Jetzt würde ich tatsächlich gerne versuchen, den Weg, den wir in der Demo gegangen sind, auch zu gehen. Um hier zu dem Dungeon zu kommen. Das könnte über diesen Weg laufen. Das könnte über diesen Weg laufen. Wir probieren es erstmal nach rechts. Wir probieren es erstmal nach rechts und gucken mal, was da so los ist. Ah, das sind ja dann schon die krasseren Wege. Aber... Ah. Ich wollte gerade sagen, aber wir haben ja... Aua. Einen Speer dabei. Und jetzt auch eine Fackel. Komm mal her. Oh, du bist krass drauf. Okay. Der war interessant. So, hier ist einiges los. Habe ich den Eindruck. Ich habe im Moment keinen Ring, das heißt, den Ring kann ich mir auf jeden Fall mal holen. Ja, das war okay. So komme ich an den Ring ran. So. Okay. Da komme ich theoretisch auch hoch. Geht das so? Yes. Das geht auch. Oh, das hat jetzt mehr weh getan, okay. Na gut, aber mehr brauche ich jetzt dann eigentlich auch wieder nicht. Oh. Oh, die tun mir alle nichts. Gut, aber mehr ist hier nicht zu holen. Wait, kann ich da... Warte mal. Kann ich da von einer Seite hoch? So? Ach krass, so komme ich direkt hier hin. Da bin ich doch jetzt direkt in dem Screen, wo auch die Dings ist, ne? Ja. Sick. Komme ich dadurch, ohne zu sterben? Ich würde mir... Wir machen das auf Nummer sicher. Wir gehen zu unserem Haus, da haben wir ja unsere Herzen. Wir machen hier nur mal sicher. Ich gebe nicht 429 Rubine einfach her. Das sehe ich nicht. Das sehe ich wirklich nicht. Ah, hier war noch nie ein Herz. Hier ist auch immer nur der Trank, ne? Ja. Also Trank nicht. Ach ja, wir haben ja auch, drei Tränke. Oder waren's? Ne, drei, zwei waren's. Zwei waren's. Die mich angeblich selbst heilen, wenn ich Quatsch mache. Das wäre auch sehr gut. Und wir haben das Goronen-Dings hier gesammelt, womit wir durch Lava können. Und heiße Kohlen. Nützt uns jetzt hier, glaube ich, noch nichts, aber... ja. Außer, wobei, Todesberg ist ja eigentlich schon Lava. Vielleicht, wir werden sehen. So, aber die Herzen sollten jetzt reichen. Springen wir hierhin zurück. Das war der Plan. Nice. Vielleicht sind auch nochmal Herzenkram. Ja, ja, perfekt. Plan ist voll aufgegangen. Okay, super. So, jetzt schiebe ich das da wieder hoch. Und dann puzzeln wir hier einmal durch. Ach so! Ich kann da nicht durch. Ah, verstehe. Das heißt aber auch, ich muss da von links reingehen. So wie ich es in der Demo gemacht habe.
dachte jetzt, ich komme da durch. War wieder nix. Ah, ist ja doof. Will ich hier kurz rumwuseln? Ich komme ja eh nicht von links rein. Von rechts. Na, von hier komme ich nicht hin. Aber da sind... Sind das Läden? Ist das ein... Das ist ein Zeichen für Shops, ne? Oder was ist das für ein Zeichen? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, das ist ein Zeichen für Shops. Wir werden das mal kurz auskundschaften. Was soll's? Das war irgendwie dumm, aber egal. Da ist noch so ein Viech im Wasser, ich sehe ihn. Ah, den habe ich nicht realisiert. Okay, hier war jetzt auch nichts auf der Karte eingezeichnet, ne? An Verstecken oder so. Nein, dann können wir einfach nach oben. Danke. So. Ja, da ist zumindest eine Höhle. Aber wenn ich jetzt runtergehe, komme ich so schnell nicht zurück. Ich sehe das schon. Kann ich hier erstmal ein paar Viecher hochholen? So eine Spinne oder sowas. Aua! Ich habe hier gerade ein gewisses Problem. Hilfe! Das war nicht, wie ich das wollte von den Herzen her, ne? Explodiere nicht, danke. Ich will da unten an das Ding ran. Nice, ich komme ran und dann habe ich wieder volle Herzen. Oh, das war knapp. Und da haben wir den Bogen auch gleich sinnvoll eingesetzt. Oh, das war eine echt knappe Geschichte gerade, ne? Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass das so schief gehen kann. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht mit gerechnet. So. Er ist noch da. Nice. Genau so wollte ich das. Oh, Junge. Das hätte... Okay, hier ist der Sänger. Der Sänger hat hier seinen Laden. Hier ist er sofort explodiert. Habe ich gerade irgendwas, was Bomben sofort explodieren lässt? Mach dich gegen jeglichen Explosionsschaden immun und lässt deine Bomben sofort... Ah! Verstehe. So. Krabbelminen brauchen wir nicht. Ist es ne... Was ist das? Ich kann es nicht lesen. Ach, Items sehe ich. Das ist eine bessere Fackel. Ja. Muss jetzt nicht sein. Andererseits haben wir eh genug Rubine. Was soll's. Anderer Ring. Okay, aber der andere war eh schon... Guck mal, der ist schon fast kaputt, der Bombenring. Dann ist das okay. Ah, das geht nicht kaputt. Okay. Ja, gut. Aber so wirklich krass sind die Läden halt nicht von dem Typ, ne? Muss man mal so sagen. Wie komme ich jetzt da hoch? Muss ich... Ach, hier ist ja eine Kiste. Ich habe ganz vergessen. Reflektiert ein Treffer. Jetzt wieder ein anderer Ring. Was will ich denn lieber haben? Ich liebe lieber den haben.
So, hier ist nochmal ein Laden, ne? Da gehe ich diesmal aber schlauer ran. Oh, so haut das nicht hin. Mist. Ah, ich hab doch jetzt diese Stampfattacke, ne? Wie funktioniert das denn? Aua, irgendwie so. Na gut, das war jetzt nicht der beste Kampf, aber egal. Ja, wie gesagt, das war nicht der beste Kampf, aber egal. Ist hier nur das Ding? Also nur in Anführungszeichen? Ich glaube ja. Aber auch hier, der hat halt nur so Ausrüstungskram. Über Lücken schweben. Eis ignorieren, hohes Gewicht. Oh! Okay, wisst ihr, was wir mal ganz geschwind machen? Wo war das denn jetzt, verdammt? Das war neben meinem Haus die Höhle, richtig? Das war neben meinem Haus die Höhle. Ich glaube, das war da. Und jetzt seht ihr, man sieht jetzt die Items über den Büschen und so weiter. Das ist also... schon interessant. So, und hier war die Höhle mit dem Eis. Haut das jetzt hin? Nice, das geht also mit den Schuhen zum Beispiel. Sehr gut. Und jetzt komme ich auch da dran vorbei. Das heißt, ich könnte jetzt auch mit den... Das machen wir. Wir machen jetzt eine Abkürzung zum Todesberg. Jetzt läuft das. Jetzt komme ich da nämlich durch. Jetzt muss ich doch nicht außen rumlaufen. Super gut. Jetzt kann ich an dem Wind vorbei. Das kann ich nur temporär. Nur jetzt gerade. Solange die Schuhe noch da sind. Oh, kann ich nicht. Oh, kann ich doch. Oder habe ich einfach Quatsch gemacht vorhin? Ich weiß es nicht, es ist egal, wir sind drin. Lass mich in Ruhe, Junge. Wir gehen so durch. So, Wiedersehen. Und wir sind drin. Den kennen wir schon. Aber das heißt nichts. Das heißt überhaupt nichts. Ich habe mich hier furchtbar angestellt beim letzten Mal. So, aber die auf jeden Fall nehmen wir mit. Die waren wichtig. Wie kann ich das anzünden hier eigentlich? Komme ich gar nicht ran. Egal. Gut. Hoffen wir, dass der Dungeon diesmal besser läuft mit den Herzen, die wir haben und der Ausrüstung. Vor allem halt die Dings, ne? Dings ist so viel wert. Mach dich weg. Der Speer. Die Dings, ja. Die Dings, der Speer. Ach Mist. Egal. Nice. Will ich eigentlich gar nicht haben. So, hier ist auch der Dings in der Nähe. Ich immer mit meinem Dings. Der Sänger. Da unten ist er, da ist die gelbe Umrandung.
gelbe Umrandung. Gehen wir gleich rein. Da ist dann der Bossraum. No, du blöde Hand. Oh, da oben, das will ich gar nicht aufbuddeln. Da müssen wir jetzt nicht hin. Muss ich nicht haben. Oh, das nehme ich aber mit. Da gehe ich dann mit dem Schlüssel hin. Das lasse ich erstmal sein. Nice, und er hat wieder ein Herzteil. Also der hat immer gutes Zeug. Hä? Was? Schon in Besitz? Achso, das kann man gar nicht doppelt haben. Und Bomben können wir auch noch kaufen. So. Wir brauchen allerdings mal eine größere Bombentasche, habe ich den Eindruck. Oh boy. Ah, das war jetzt blöd. Aber es... hab's gerettet. Alles gut. Mach dich weg. So. Wir haben ja theoretisch sogar schon einen kleinen Schlüssel, aber wir gehen den richtigen Weg. Alleine schon, weil es ja was bringt, dieses Viecher hier aufzuräumen. Nehmen wir das Schwert. Ach komm. Es ist ja, für einen Schlag kann man es ja mal mitnehmen. Vielleicht behalte ich es ja auch eine Weile. Hätte ich gar nichts dagegen. Hä? Da ist die Hand drin. Wie komme ich denn da jetzt ran? Aber da unten ist noch ein anderer Gegner. Aber da ist die Hand. Da oben, seht ihr das? Aber gut, ist egal. Anscheinend interessiert die nicht weiter. So, und so verlieren wir jetzt keinen Schlüssel. Andersrum... Ah, doof. Andersrum hätte ich einen Schlüssel verloren. Es läuft so viel besser als in der Demo. Mein Gott, es ist unfassbar. Ah, ich habe schon wieder... Ich habe schon wieder getan. Aber ich kann nochmal zurück. Na gut, aber es ist hier nichts mehr. Ah... Ärgerlich. Aber die Rubine kann ich mir noch mitnehmen. Solange ich nicht getroffen werde, scheint er dieses Schwert zu halten. Das ist doch so ein Glasschwert, oder? Sehe ich das richtig? Nicht, dass ich gerade Quatsch mache. Genau. 3 Punkte Schaden, das ist halt ordentlich. Das macht halt viel mehr Schaden als der Speer. Und hat eine genauso große Reichweite. Insofern gerade deutlich besser. Dann kann keinen Schild einsetzen, den nutze ich aber halt eh nicht. Ja, das ist schon ordentlich. Solange ich nicht getroffen werde, ist es voll gut gerade, weil es halt richtig Schaden macht. Wie wir das gerne haben. So! Erstmal aktivieren, bevor ich Quatsch mache. Und dann... Spiegelschild, Somaria-Stab oder Fanghaken. Wir haben ja schon gesehen, der Fanghaken ist nicht so nützlich bisher gewesen. Spiegelschild, wie gesagt, gerade kann ich ihn eh nicht einsetzen und dies nutzt den Spiegel nicht so, den Schild nicht so krass. Ich werde jetzt mal den Somaria-Stab mir anschauen und gucken, was der kann. Bestimmt irgendwas, was mit der Ausdauer zu tun hat. So kannst du auf magische Weise einen Block vor dir entstehen. Ah. Da stimmt, das konnte der in Dings auch schon in dem Spiel, wo er zum ersten Mal vorkam. Ich habe es gerade vergessen. Aber stimmt, das konnte der auch schon mal. Dann kann ich damit doch jetzt praktisch, wenn ich das richtig verstehe, einmal die Feder ersetzen. Zum Beispiel auf solche Sachen hochkommen, ohne... Ah, ne. Ach so, ich kann aber mit zum Beispiel Brücken bauen damit. Okay, das geht auch, klar. Und kostet natürlich Ausdauer. So, was haben wir hier? Plus 0,5 Verteidigung nehmen wir mit. Wir haben eh gerade keinen Ring mehr gehabt. Passt. Geht hier auch wieder kaputt? Oder kann ich den verschieben? Oh! Oh!
Das ist sicherlich gut für spätere Puzzle zu wissen. Dass sowas geht. Okay. Gut, aber jetzt zweite Ebene. Da ist er schon wieder in der Nähe, der Sänger. Hat jetzt nochmal ein Herzteil für mich? Ah, jetzt wurde ich getroffen. Egal. Wir haben ihn lang genug genutzt, sage ich jetzt mal. Oh wei, oh wei, oh wei. Was? Kein Verschleiß? Achso, das ist... Bis ich getroffen werde, ja, dann kann ich ihn gleich wieder nehmen. Ah, nein. Okay. Die können gefährlich werden, wenn man da Quatsch macht. So, wo ist da der Eingang? Na komm, jetzt gehen wir mal hier durch. Was habe ich jetzt gekauft? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gar nichts gekauft. Ich habe was mit dem Schlüssel geöffnet. Aber ich kriege wieder einen Schlüssel. Sehr schön. Was war das denn? Oh, zum Glück hat es jetzt nicht gezählt, dass ich ihn angreife. Was steht da? Gegner besiegen. Geschützter Sprung. Gib dir, was du brauchst, habe ich schon. Okay, Abflug. Ich mach grad ein bisschen Quatsch, was eigentlich ärgerlich ist, weil ich das nicht machen wollte. Okay, da komme ich nicht durch. Doch komme ich. Ich hab nichts gesagt. Bin nur doof. So, einmal hier rein. Kompass. Oh nein! Puh! Das war Glück. Ja, Glück. Ah nein! Okay, komm her. Nice. Herz ist wichtig. Ein bisschen wenig Energie haben wir gerade für meine Verhältnisse. Ich war verwirrt. Nein, ich war schon wieder verwirrt. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Ah, ich dachte jetzt gerade hört die Verwirrung auf. Aber ey, ist egal. Passt alles. Alles noch im Rahmen, alles noch in Ordnung. Da oben waren wir schon drin. Ich muss darüber. Okay. Oh, da ist die Schlüsseltür. Habe ich jetzt noch einen Schlüssel? Ja. Okay, den Raum kennen wir. Das haben wir so ähnlich auch schon mal gesehen. Ah, das war dumm. War auch dumm. Aber wir kriegen das hin. Sehr schön. Ich wette, ich habe jetzt aber hier ein Herz oder sowas übersehen. Aber man kann ja sowas später nochmal machen. So, das kennen wir auch schon alles. Da ist der goldene Schlüssel dann drin. Und an das Herz da kommen wir auch ran. Wissen wir auch, wie das geht. Ja, ist egal. Passt schon. Eins. So, einmal warten. Einmal rüber. Passt perfekt. Sehr gut. Und das hat auch gerade den Herzcontainer gegeben. Nice. Wunderbar. Gut. Dann. Würde mich gerade noch interessieren, warum der Topf da drüben so besonders bewacht ist. Aha.
Aus keinen Gründen. Kann man mal machen. So, wir sind draußen. Schub. Ja, Bomben haben wir voll. Herz haben wir voll. Es gibt nichts mehr für uns hier zu tun, außer einen Boss zu besiegen, den wir schon kennen. Da aber der Topf hier vorne wieder da ist, gönne ich mir doch schnell nochmal die 0,5 Rüstung. Und dann sollten wir das doch jetzt hinkriegen. Wir haben den mit 3 Herzen besiegt. Wir werden ihn doch wohl mit 8 Herzen und 2 Tränken besiegen. Nein, beim letzten Mal, wenn du die Demo meinst, was du nicht tust, aber ich meine sie, war ich einfach dumm. So, aber er meint natürlich das hier das erste Mal. Das, den ersten Boss, den wir hier besiegt haben. So, aber das kennen wir jetzt alle schon. Hauen wir weg. Grockenspiel. Grrr. Die habe ich ein Hühnchen zu rupfen, wenn ich einen Drachen. Weg ist der erste Kopf. Ah, das war dumm. Da bin ich reingerannt. So, mach dich weg. Jetzt geht's auf den Körper. Und das war's. So einfach, ne? Gott, das hätte so einfach in der Demo sein können, wenn ich nicht komplett dumm wäre. Oh, und wir sind schon in der zweiten Reihe. Nice. Du hast das Glockenspiel erhalten. Eine mächtige Magie geht von ihm aus. Es könnte dir dabei helfen, Octavo aufzuhalten. Sehr, sehr schön. So. Ich nehme an, hier gibt es nichts mehr für uns zu holen. Ach, fällt mir gerade auf. Hier sind jetzt ja... Die ganze Ebene ist jetzt geklärt, dadurch, dass wir den Turm haben. Hier ist gar nichts mehr. Sick. Sick! Das ist komplett geklärt dann. Ja, nice. Komme ich jetzt darüber? Dann nützt der mir jetzt auch nichts, ne? Toll! Aber kann. Moment, kann ich dann vielleicht? Ah, ich kann da nicht drauf. Geht auch wieder weg? Ja. Oh, wenn ich den wegmache, kriege ich dann meine Energie wieder? Ach, cool. Das ist ja voll gut zu wissen. So, aber ich kann so runter. Oh. Okay, mehr kann ich nicht machen. Ich komme da nicht rüber jetzt. Ich habe keine Schwebestiefel. Muss die von der anderen Seite hin wahrscheinlich. So, einfach weil ich es kann. Okay. Ach, dafür ist hier wieder Party. Nö, lasst mich jetzt mal in Ruhe. Sind wir zwischendurch gestorben oder sind jetzt einfach wieder da, weil sie wieder da sind? Sie sind einfach wieder da, weil wir was geschafft haben. Dann rettet es auch, oder wird das also auch resettet. Auch interessant. So. Aber damit haben wir einen erfolgreichen Part, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.